mein Name ist Timo Klabunde, bin 42 Jahre alt, gebürtiger Uelzener, wohnhaft in Holdenstedt und arbeite seit geraumer Zeit bei Uelzena, den hiesigen Milchwerken in Uelzen. Ja, wir sind gerade auf dem Sportplatz in Holdenstedt. Dort bin ich seit 5 Jahren Jugendtrainer und das füllt meine Freizeit ganz gut aus. Wir betreuen 2 Mannschaften. Also bei Uelzena ist es ähnlich dem, ich sag mal, dörflichen Charakter. Es ist zwar ein großer Arbeitgeber, allerdings kennt man doch eigentlich jeden. Man hat die Gesichter vor Augen und das macht es im Endeffekt auch bei Uelzena aus. Weil es einfach Spaß macht, man kennt sich, man grüßt sich. Also es ist mir wichtig, dass man das, was man, wofür man arbeitet, auch greifbar ist, was man macht. Zwar sitze ich nicht in der Produktion oder habe direkten Kontakt, aber es ist vorstellbar, wenn man einen Automatenkakao produziert, da ist man nah dran, das kennt man aus dem Leben. Und das war ein großer Punkt, warum ich mich für Uelzena entschieden habe. Natürlich auch, weil ich meine Ausbildung dort begonnen habe und es nah am Wohnort lag. Aber insofern hat mich die Uelzena da sehr gefesselt und wollte eigentlich auch nie woanders hin. Wenn man mal in die Stadt geht, was bei mir durchaus selten ist, aber wenn man in die Stadt geht, ist es halt auch ein kleiner abgesteckter Rahmen und man kennt die Geschäfte, man weiß, wo man was findet und man hat nicht das Gefühl, dass man da erdrückt wird. Man ist nah an der Natur, man hat einen familiären Charakter, sowohl bei der Arbeitsstelle als auch im Dorf hier in Holdenstedt. Und das macht das Leben in Uelzen eigentlich aus.